Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge unseres Nintendo 3DS Let's Plays, wollte ich sagen. Nein, natürlich nicht. Nintendo Pocket Football Club Let's Plays. Ich bin Rektalin, ihr schaut wieder Games for You. So, es ist ja eigentlich ein ganz guter Start gewesen jetzt. England haben wir bekommen, okay. So, was will ich machen? Wollte ich was trainieren? Muss mal kurz gucken. Wir könnten trainieren. Trainieren wir mal unseren guten alten Gallo. Jupp, das passt. Na, komm, B. Jawohl, jetzt ist er schneller. Können wir beim Leroy was trainieren? Wir können beim Leroy was trainieren und das werden wir auch machen. Weil der kann richtig, richtig gut werden. Beim Walter werden wir erstmal nichts trainieren, sondern beim Palmer noch. Okay. Ist doch ganz gut. Butterpuff müssen wir eigentlich auch mal trainieren. Okay. Und Van Zandt. Trainieren wir noch. Starten. So, jetzt gucken wir mal. Palmer werden wir auswechseln. Neubauer. Haben wir noch jemand, der nicht ganz fit ist? Leroy. Den lassen wir aber mal spielen. So. Ab ins Stadion. Wir gegen die Ersten. Das wird auf jeden Fall was. Wichtige Gegenspieler. Schlitzohr. Oh je, die haben ja richtig gute Stürmer. Okay, passt. Anstoß. Gott, oh Gott, was sagen die Fans? Der ist ja geil da unten mit den Haaren. Wie krass, der Erste da in der Reihe. Also 34% sagen, wir gewinnen, 37%, also damit die Mehrheit denkt, das wird dann unentschieden und nur 29% glauben an einen Sieg für die Adleraugen. Wir kennen uns ja jetzt mittlerweile auch schon, haben ja nicht das erste Mal jetzt gegeneinander gespielt. Gut. Das hat Feldmann echt gut gemacht. Robinson. Cousin. Ich denke, der Vorteil wird sein, dass wir endlich mal wirklich auch Auswechselspieler haben. Ausreichend, sage ich jetzt mal. Ilmas. Oh, Junge, Junge, Walter, okay. Vorlage zu Rosa. Rosa auf Leroy. Nee, Spotterpoff sogar. Was macht er als einziger Stürmer so weit hinten? Holt einen Einwurf raus. Ich habe so das Gefühl, dass die meisten Tore wahrscheinlich aus dem Mittelfeld herausfallen werden. Cousin auf Rosa. Rosa hat versucht reinzugeben, nur kam er bei Baron an. Und der leitet jetzt wahrscheinlich einen Konter ein. Oder auch nicht. Wieder. Nee, kein Einwurf. Knappe Sache. Melo, super gemacht. Gallo. Auf Neubauer. Neubauer schießt. O'Sullivan hat den Ball. Viertelstunde ist gespielt. Ilmas. Oh, Baron. Na, nicht so schön mit dem Foul jetzt gerade. Jetzt macht mal ein bisschen was. Gut gemacht vom Feldmann. Einwurf an der Mittelfeldlinie. Wir müssen mehr Druck nach vorne aufbauen. Schön, abseits. Weiter. Gallo. Rosa. Schön weit nach vorne. Potterpoff kurz dran gewesen. Leroy. Robinson. Gut getänzelt. Auf außen Richtung Neubauer. Der gibt ihn quer rein. Und. Oh, keiner kommt dran. Einwurf. Die haben so gut dagestanden. Melo. Schöne Reingabe. Zu dritt, Cousin. Oh nein, der Kopfball geht an die Latte.
Skorpion, keiner. Feldmann, auf weiter. Weiter auf Potapov. Potapov schießt vorbei. 30 Minuten gespielt und die gefährlichsten Situationen bisher aus unserem Spiel heraus entstanden. Jungs, was macht ihr da? Nein! Gut, dass er vorbeigeschossen hat. Okay, okay. Neubauer, Melo, Feldmann. Oh, Larsson, was machst du? Nein! Oh Gott, Ulrich, du Held. Hat er den Neuer gegeben eben. Neubauer hält einfach mal drauf. O'Sullivan hatten aber. Da ist aber auch schon die ein oder andere Ecke bei solchen Schüssen entstanden. Deswegen schon eine gute Aktion gewesen. Weiter mit dem Kopfball. Oje, oje. Jungs, was macht ihr da? Ulrich wieder da. Der gute alte Mann im Tor. Kalini. Gallo. Jungs. Robinson. Neubauer. Potapov. Schade. Foul. Das gibt eine Karte. Ne, Ilmas ist sogar verletzt. Vielleicht gibt es gar keine Karte. Wir werden sehen. Nee. Wir haben einen vom Platz gestellt. Und haben nicht mal eine Karte dafür bekommen. Sehr gut. Für uns. Okay. Halbzeit. Jede Menge Karten bekommen. Taktik würde ich sagen, das läuft. So, jetzt lassen wir mal die Bank aufwärmen. Sand jetzt noch nicht so. Neubauer. Potapov wird gefoult. Gut, auf Neubauer. Neubauer alleine vorm Tor. Auf Walter. Walter schießt, aber direkt gegen den Torhüter. Robinson wird gefoult. Auf Feldmann. Feldmann hoch gegen den Tor. Und Salvin hat den aber. Oh Mann. Kazin, Potapov. Lauf, Junge. Leroy am Ball. Schießt. Drüber. Es wird Druck gemacht. Das ist gut. Aufpassen. Gut. Einwurf schon wieder für uns. Leroy. Vorbei. Gucken mal. Wie sieht es denn hier bei den Leuten überhaupt aus? Gibt es jemanden, der schon ganz fertig ist? Für Melo könnten wir jemanden bringen. Bringen wir für Melo den Venstra. Palmer kommt für Feldmann. Und Gomez spielt für... Ne, Gerasimov dann eher. Für einen Potapov. Und wir hoffen das Beste. Mit Palmer, denke ich, haben wir da ein gutes Ass im Ärmel. Neubauer, der hält einfach mal dick drüber. 61. Minute, auch guter Zeitpunkt hier für den Wechsel. Venstra, okay, ist ein Außenverteidiger. Mal gucken, wie er sich einbringt. Und Gerasimov, vielleicht ist er einfach nur heiß, wir hoffen mal. Aber Venstra kommt auch ganz gut bei den Fans an anscheinend. Und dafür, dass wir komplett die Taktik und alles umgestellt haben, die Formation, die Mannschaft aufgelöst quasi. Und, oh, da ist er. Unsere Einwechslung. Gut, holt schon mal eine Ecke raus. Tolle Aktion. Genau, für die ganzen Umbruchsumstellungen super gut. Gefällt mir. Wir spielen hier immerhin gegen den Ersten in der Liga aktuell. Und die waren vorher auch nicht die schlechtesten. In der Saison zuvor. Gallo, oh nein. War niemand, wo er vorlegen konnte. Gallo, jetzt auf Gerasimov. Der hält auch einfach mal drauf. Nach außen, nach Neubauer. Auf Gerasimov. Wird gefault. War es noch im Elfmeterraum? Nein. Oh, Rosa, Kazin. Sullivan ist da. Mann, 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 Mann. Ich will nicht wissen, was die denken. Die Gegner. Weiter auf Neubauer. Neubauer zu Gerasimov. Was ein toller Pass. Der tänzelt einmal, wird dann aber vorbei getrennt. Durchgelassen zu Larsson. Aufpassen. Gut, Venstra. Gut, komm. Au, schlechtes Zuspiel hier. Aufpassen. Venstra. Nein, Ulrich. Oh Gott, der war da. Glück. Neubauer. Auf Gerasimov. Der kommt nicht an den Ball. War aber knapp. Venstra wieder da. Gute verteidigende Leistung hier. Oder Verteidigerleistung, könnte man auch sagen. Gallo. Schießt einfach mal quer vorbei. Noch 8 Minuten. Okay, Jungs. Aufpassen.
Van Beek. Brunner. Oh nein! Oh. Ich hab den drin gesehen, Leute. Ich hab den drin gesehen. Na, 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 na. Komm, 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 komm. Gallo, gut gemacht. Venstra, schöner Ball. Auf Neubauer. Auf Palmer. Palmer auf Gerasimov, der ist nicht angekommen. Schade. 2 Minuten Nachspielzeit. Jetzt kommt's drauf an. Das müssen wir verhindern. Ui, 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 ui. Nein, 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 nein. Ulrich, danke. Unentschieden gerettet. Sehr gut, auf dem 3. Platz befinden wir uns im Moment. Das ist vollkommen in Ordnung. Okay. Jetzt haben wir alles gehabt. Eine Niederlage, einen unentschiedenen Sieg. Wollt ihr mich verarschen? Ich habe den extra außerhalb noch der Ersatzbank gesetzt. Und dann hat er jetzt eine Verletzung, der Gomez. Der, den wir jetzt eigentlich als, den ich als Hoffnung gesehen habe. Kann es ja wohl nicht sein, oder? Gucken, ob wir da irgendwie eine Combo bauen können. Ne, vielleicht mit 3 gegen 3. Ne, machen wir einfach Decken und 3 gegen 3. Sehr gut. Leroy, Van Zandt müssen wir eher trainieren. Komm, das kriegst du hin. Analyse und Standards. Flügelwechsel, okay. Sehr lustig, dass es. Ach, die waren nicht bekannt, deshalb. Ja, sinnvoll. Palmer. Palmer ist fertig. Den trainieren wir trotzdem. Wir dürfen den nur nicht einwechseln. Passen und sprinten. Technik könnten wir auch Richtung A tendieren. Gerasimov sollten wir noch nicht trainieren. Haben wir hier noch so einen Fink. Neubauer hat mir gut gefallen, den könnten wir mal trainieren. Beweglichkeit und Gymnastik. Steht sogar ein bisschen hoch. Leroy müssen wir auch trainieren. Es führt kein Weg dran vorbei. Antreiber geworden. Ist auch noch gelb, das ist okay. Jetzt wird den Palmer mal komplett auf die Bank. Also auch außerhalb der Auswechselbank. Energie Nucleus. Okay, die sind neu. Das ist eine Woche Zeit sogar. Gucken wir mal, machen wir eine Woche Pause. Wie sieht es denn jetzt aus da mit unseren Leuten? Leroy ist noch gelb, dem hat das nicht viel gebracht. Palmer ist immer noch rot, also da hat die Pause nicht viel Wirkung gezeigt. Vielleicht sollten wir Leroy lieber mal auf die Bank setzen. Nehmen wir den Winter mit rein. Und hoffen das Beste. Gegen die haben wir jetzt noch nie gespielt. Da ist die Frage, ob das jetzt ein Erstliga-Absteiger ist. Sieht fast so aus, ey. Ach du Schande. Ich glaube, wir kriegen auf die Fresse. Aber andererseits sind die noch Platz 4 im Moment. 56% glauben, dass die gewinnen, 15% nur ein Unentschieden und immerhin noch 29% sagen, dass Vipler Games for You gewinnt. Alter Schwede, ey. Divid. Haben wir uns auf jeden Fall schon mal zu erkennen gegeben. Feldmann, Walter, Rosa. Spielen einen schnellen Fußball anscheinend, sind richtig fit unterwegs. Dadurch, dass wir die Woche frei hatten wahrscheinlich.
Feuerboff, aufpassen, Lungs. Jungs, DeLuca. Uiuiui, Gallo, gut gemacht. Neubauer zur Stelle. Wird vom Ball getrennt. Millet. Und da geht schon wieder der nächste Angriff los. Ulrich ist da. Gut, Sakko. DeLuca. Gut gemacht, Ulrich. Aber der wird unter Feuer genommen. Abseits, Glück gehabt. Glück gehabt, Glück gehabt. Ulrich. Weiter. Robinson. Kasin. Potapov. Hält drauf, aber vorbei. Komm, du machst das. Super weiter. Feldmann. Potapov auf weiter. Der kommt nur nicht mehr ran. Kasin. Potapov. Also die sind nach meiner Meinung im Moment eine echte Marke hier in der Liga. Weil die spielen schon fantastischen Fußball. Kasin. Walter. Lauf, Kasin, lauf. Wird vom Ball getrennt. Komm. Gallo, Gallo. Ach, super, Ulrich. Robinson. Gleich wieder weiter nach vorne. Wir müssen kontern, was das Zeug hält. Riabov. Chevalier. Rosa. Gut den Ball mitgenommen. Auf die Flanke zu Neubauer. Der macht Quark. DeLuca. Milo. Ach du Schande hier, was soll das? Aufpassen, aufpassen! Gut, dass der nicht rangekommen ist. Ein Wurf. Abstoß wäre mir lieber gewesen. Komm, Kasin, gut. Weiter. Rosa. Neubauer. Schießt, aber nicht da vorbeigekommen. Potapov. Das waren die Nerven offensichtlich. Oh, Jungs hier. Jungs. Okay, drüber. Ulrich, 33 Minuten sind gespielt. Also im Moment gefällt mir unsere Mannschaft echt gut. Dafür, dass wir gegen den Absteiger spielen. Schön aufpassen hier. Gallo. Komm, es muss unbedingt wieder fit werden. Das gibt's überhaupt gar nicht. Brauchen den eigentlich, ist der für mich geplant gewesen als einzige Spitze. Und bisher konnten wir ihn so gut wie nie wirklich einsetzen. Ulrich, Ulrich, super, hat ihn. Komm, mein Junge. Oh nein, Sakko. Feldmann, gut gemacht. Potapov, hoch auf Neubauer. Der gibt ihn nochmal in die Mitte. Oder hat es zumindest versucht. Einwurf, sehr gut. Da müssen wir am Schuss noch üben. Ist ein bisschen schwach auf der Brust. Feldmann, schöne Hereingabe, aber De Witt hat den Ball. 45 Minuten gespielt, eine Minute Nachspielzeit. Robinson, okay, gut. So, wieder jede Menge Karten bekommen. Taktik ist soweit aufgegangen, würde ich sagen. Jetzt müssen wir nur gucken, dass wir unsere Leute dann wieder fit laufen lassen. Bup, 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 bup. Und das, obwohl wir viele Leute drin haben, die eigentlich nicht in diese Liga gehören, vom Potenzial her und auch von den Fähigkeiten her, nach meiner Meinung. Feldmann. Aber ich habe mir gedacht, das können wir gegebenenfalls auch in der nächsten Saison nochmal, falls wir aufsteigen, regeln, dass wir da nochmal besseres Spielermaterial einkaufen. Oh, Potapov, gut gemacht, Neubauer, Neubauer. Und, der geht rein. Tor von Neubauer. Unglaublich. Wer hätte das von Neubauer erwartet? Ich am wenigsten. Wahrscheinlich sogar. Aufpassen. Der Hahn. Aufpassen, Junge. Was machst du denn? Komm. Nimm den Ball ab. Ulrich, Ulrich, er hat ihn. Gott sei Dank. Wenn da mal einer zum Kopfball kommt, dann stehen wir gleich alt da. 1-0. Die machen jetzt natürlich Druck. Die machen jetzt Druck. Die wollen es ja. Es kann ja nicht das Ziel sein vom Absteiger, hier im Mittelfeld irgendwie dazustehen. In der unteren Liga letztendlich.
verpasst. Kommt, Leute, ungerobbt. Muss auch mal sein, denke ich. Schön aufpassen, ihr müsst da schon mehr Verteidigungsleistung zeigen. Na, das kriegen wir hin. Komm, Ulrich, super. Er hat den Ball. Robinson, im Moment sind wir ganz schön unter Feuer. Das gefällt mir überhaupt nicht. Kommt jetzt die Erholung, die Erlösung. Nilo. Aber es war wieder ein Lebenszeichen, das ist wichtig. Aufpassen, Ryabov. Robinson. Nein, Ausgleich. Ausgleich, Ausgleich. Unschön, aber was soll's. Vielleicht sollten wir mal gucken, dass wir einen Wechsel vollziehen. Gerade am Überlegen. Ja. Müssen hier im Mittelfeld gucken. Und auch im Sturm eventuell, dass wir Gerasimov reinbringen. Unsere Leute sind ja auch total kaputt. Wechsel leider nicht mehr vonstatten gegangen. Das war jetzt so im Grunde genommen eine Fitness-Sache, denke ich. Foul. Hat er gut gemacht, aber wenn er eine Karte bekommt, so kriegen wir wenigstens unsere Leute auf den Platz. Taktik kann ruhig so bleiben. Na Junge, komm schon, mach das. Du Dummass. Fehlt nur ein S leider, sonst wäre es noch ein bisschen lustiger. Gut gefoult. Trotzdem aber. Man kann auch mit einem 1:1 gegen diese Mannschaft zufrieden sein. Ja, ich meine, ihr habt es gesehen, die haben fantastisches Spielermaterial auf dem Feld. Gut, Gerasimov. Oh nein, schlecht vorgelegt. 4 Minuten plus Nachspielzeit. Robinson auf Vinci. Der gibt ihn hoch weiter. Leider aber auch direkt zum Gegenspieler. Kazin. Einwurf. 89. Minute. Robinson. Das wird wohl beim Unentschieden bleiben. Vinci. Abpfiff. Unentschieden. Ja, gibt Schlimmeres, würde ich sagen. Haben wir die erstmal hinter uns. Oh ja, Fans. Ihr seid ja voll die Heulsusen. Gibt's ja gar nicht. So, dann würde ich sagen, dann machen wir mal einen Cut an der Stelle. Ich bedanke mich schon mal fürs Zusehen und sage ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.